Hi meine Lieben, wir sitzen heute im neuen Corolla und ich wollte euch einmal näher bringen, wie einfach und unkompliziert doch eigentlich Einparken sein kann, wenn man denn den Einparkassistenten von Toyota hat. Dieser bringt euch nämlich rückwärts und auch parallel in fast jede Parklücke und auch wieder heraus. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Den bequemen Einparkassistenten von Toyota, den gibt es selbstverständlich nicht nur im neuen Corolla, sondern auch in einigen anderen Modellen. Welche genau das sind, die haben wir euch hier unten mal in die Beschreibung reingepackt. Eine Voraussetzung dafür, dass ihr auch in die Parklücke reinkommt bzw. euer Toyota die Parklücke erkennt, ist, dass die Parklücke 1 Meter länger als euer Fahrzeug ist. Wir haben unsere erste Parklücke gefunden und versuchen einmal rückwärts einzuparken. Dafür zuallererst parallel zu der Parklücke stehen, sodass wir aus dem Fenster die ganze Parklücke einmal sehen können. Damit unser Toyota diese auch erkennt, einmal den Blinker nach rechts setzen und links neben dem Lenkrad haben wir einen Button, wo ein P abgebildet ist und ein kleines Lenkrad. Den einmal drücken, zweimal drücken für rückwärts einparken, vorwärts starten. Bremse treten, Umgebung prüfen, vorwärts fahren, ja, bis der grüne Balken wieder verschwindet, Fahrzeug anhalten, Stopp. Bei dem Stoppschild immer ganz wichtig, dass ihr da schon steht. Orientiert euch deswegen an den grünen 6 Balken links neben eurem Fahrzeug, was abgebildet ist im digitalen Tacho. Und auch sehr wichtig, dass ihr langsam in die Parklücken reinfahrt, da euer Toyota mit langsamer Geschwindigkeit ausrechnet, wo er dann lang muss und wenn ihr zu schnell seid, dann geht die Rechnung nicht auf. Rückwärts fahren, ja. Ihr seht jetzt auch, dass die von der Ultraschallerkennung anfängt zu piepen, aber vertraut eurem Einparkassistenten. Fahrzeug anhalten, vorwärts korrigieren. Es ist schon ein bisschen gruselig, wenn ihr das Lenkrad nicht anfassen dürft, aber ich denke, auch daran kann man sich gewöhnen. Rückwärts fahren, wieder langsam. Und Stopp. Einparkhilfe abgeschlossen. Das war doch super bequem. Steigen wir aus und schauen uns an, in welche Lücke sich unser Toyota jetzt reingequetscht hat, ganz ohne unsere Hilfe. Wie ihr seht, haben wir uns eine Lücke ausgesucht, die schmal ist und zudem auch noch tricky zu erreichen. Das alles für unseren Toyota und den Einparkassistenten kein Problem. Hier vorne stehen 2 Fahrzeuge, hier steht ein großes Fahrzeug und auch hier vorne rechts steht noch ein Auto. Auf all das hat unser Toyota von ganz allein geachtet und die einzige Aufgabe, die wir noch hatten dabei, war die Bremse mit Gefühl etwas zu betätigen, den Warnhebel umzulegen und auf herumlaufende Fußgänger oder dergleichen zu achten. Rest hat der Toyota alleine gemacht. Rückwärts einparken, das war doch ein Kinderspiel. Schauen wir uns an, wie unser Toyota parallel einparken kann. Das gleiche nochmal in grün, statt rückwärts versuchen wir jetzt mal parallel einzuparken. Das heißt, stehen wir wieder gegenüber von der Parklücke. So, einmal den Blinker nach rechts betätigen und den P-Button drücken. Parallel einparken, jo, vorwärts fahren auch richtig, machen wir. Und Fahrzeug anhalten, der hat die Parklücke gefunden. Einmal rückwärts fahren, auch das machen wir, Hände vom Lenkrad weg. Bremse treten, Umgebung überprüfen. Auch das wird gemacht. Sieht gut aus. So. Unser Toyota parkt wieder komplett selbstständig ein. So, vorwärts fahren. Wie schon gesagt, ein bisschen Fingerspitzengefühl in euren Zehen braucht ihr. Fahrzeug anhalten, wieder rückwärts. Anhalten und wieder vorwärts. Also mehr als den Warnhebel in eine andere Position zu stellen, müsst ihr echt nicht machen. Parkhilfe abgeschlossen und wir stehen. Super.
steigen wir nochmal aus und schauen uns an, wie der Toyota dieses Mal geparkt hat. Zugegebenermaßen ist diese Parklücke nicht gerade die engste. Aber glaubt mir, auch bei kleineren Parkplätzen, da bringt euer Einparkassistent euch immer sicher auf euren Platz. Wichtig hierbei ist nur, wie am Anfang schon gesagt, dass eure Parklücke mindestens eure Fahrzeuglänge plus 1 Meter beträgt. Nicht nur beim Einparken, da hilft euch euer Toyota. Selbstverständlich auch beim Ausparken ist er euch eine Hilfe. Gerade in der Stadt, man kennt das, wenn man mega zugeparkt ist, traut man sich selbst und alleine kaum noch raus. Euer Toyota, der kann das ganz alleine. Wahlhebel einfach auf P stellen, wieder Einparkassistenten klicken, Parkplatz verlassen, Blinker für Richtungsanzeige verwenden, nach links bitte raus, rückwärts starten, Bremse treten, Umgebung überprüfen. Rückwärts, bis der grüne Balken wieder verschwindet. Fahrzeug anhalten, vorwärts fahren. Ja, das sieht gut aus. So, Einparkhilfe abgeschlossen, Lenkrad wieder in die Hand und schon kann es nach Hause gehen. Unser Fazit für den Einparkassistenten von Toyota, 1A top gelöst. Denn das Fahrzeug wird nicht nur in super enge Lücken reinrangiert, nein, es macht das Ganze auch noch super komfortabel. Ihr habt so gut wie keine Aufgabe mehr, außer die Umgebung zu beachten. Voraussetzung ist dafür, dass eure Lücke mindestens Fahrzeuglänge plus 1 Meter beträgt, dass sie wirklich gegenüber von der Fahrzeuglücke steht und dass ihr das Ganze langsam angehen lässt. Habt ihr noch Fragen dazu? Schreibt sie einfach in die Kommentare, lasst uns wie immer den Daumen oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.